Wenn es eine Liste gäbe. Eine Liste mit den Namen der besten Schauspieler, die nicht mehr spielen, den besten Schriftstellern, die nicht mehr schreiben, den besten Komikern, die uns nicht mehr zum Lachen bringen dürfen. Was wäre das für ein Land, in dem eine solche Liste existiert? Es wäre wie Amerika im Jahre 1953. Fairy tales can come true. It can happen to you. If you're young at heart. Wir untersuchen die kommunistische Verschwörung in der Unterhaltungsbranche. Im Jahre 1953 gab es eine solche Liste. Einige der Freunde dieses Mannes standen drauf. Mr. Prince, kennen Sie Alfred Miller? Oh, die kaufen meine Skripts nicht mehr. Ich stehe auf der schwarzen Liste. Und du willst meinen Namen unter deine Skripts setzen? Ich schreibe die Drehbücher, ich schicke sie unter deinem Namen ein und die kaufen die Bücher, klar? Klarer Fall. Mr. Prince, kannten Sie Hackie Brown? Pass gut auf dich auf. Das Wasser ist voller Haie. Kennen Sie Florence Barrett? Ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Ich weiß nur, wer du nicht bist. Wer ist Howard Prince? Ein Strohmann für gesperrte Schriftsteller. Du bist kein Schriftsteller? Nein, ich könnte keine Zeile zu Papier bringen. Weigern Sie sich zu antworten? Howard, wenn Sie nicht antworten, landen Sie im Gefängnis. Warner Columbia zeigt Woody Allen als der Strohmann. Die Geschichte eines Mannes, der nicht wusste, was es bedeuten kann, anderen einen Gefallen zu tun. Der Strohmann. You have a head start if you are among the very